Das Kaufhaus des Westens. Eines der bekanntesten Warenhäuser der Welt. Seit mehr als 100 Jahren zählt das KDW zu den Attraktionen Berlins. Edelmarken, Luxus, feinste Delikatessen. Eine Einkaufswelt auf höchstem Niveau. Ich denke Berlin, ich denke KDW auch. Irgendwie. Das ist schon ein anderes Kaufhaus als viele andere. Weltberühmt die legendäre 6. Etage. Eigene Torten, Backwaren, edelste Fische aus allen Weltmeeren, teuerste Weine und Spezialitäten. Gourmets schätzen diesen Ort. Und das soll auch so bleiben. Fürs KDW bedeutet das, jeden Tag gewinnen. Das klappt nicht immer, aber wir wollen eigentlich jeden Tag das Triple holen. Damit das klappt, arbeiten hinter den Kulissen Hundertschaften rund um die Uhr. Gut ein Drittel der Einnahmen bringen jedes Jahr die Adventswochen. Doch in Corona-Zeiten ist nichts normal. Der Lockdown war ein Schock. Es ist was, was wir vor 12 Monaten uns nicht hätten erdenken können, sondern eher von einem Hollywood-Film her kennen würden, dass sowas europaweit, weltweit eigentlich vieles lahmlegt und vieles verändert. Zwischen Corona und Kaufhaussterben. Das KDW im Umbruch. Wie will Deutschlands berühmtestes Warenhaus auch in Zukunft erfolgreich bleiben? Sieben Uhr morgens. Ein Reinigungstrupp bringt das KDW auf Hochglanz. Von der 1. bis zur 7. Etage. Teamleiterin Mevlüde Gürolu arbeitet hier seit 2 Jahrzehnten. Die 45-Jährige muss überprüfen, ist wirklich alles blitzblank? Bis 10 Uhr wirklich alles tipptopp sein. Und wir haben großer Umbau. Vor 10 muss man alles immer nachkontrollieren, wenn der Staub ist. Die Mitarbeiter nur alles fahren, muss man nachfüllig werden oder nachkontrolliert werden. 60.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Eine Mammutaufgabe für Sie und Ihr 20-köpfiges Team. Wer hat sie gemacht? Die Kabine ist sauber. Die 64 Rolltreppen werden erst später eingeschaltet. Okay, ich bin auch hier gerade 6. Etage, 6. bei Fischabteilung, haben die was vergessen. Kannst du mal bitte aufsammeln? Okay, danke. Tschüss. Dem geschulten Blick entgeht kaum etwas. Die Mitarbeiter haben jetzt gegen 9 Uhr noch eine knappe Stunde Zeit bis zur Geschäftsöffnung. In den Adventstagen werden schon vormittags mehrere tausend Kunden erwartet, vor allem in den oberen Etagen. Wir müssen dann jeden Morgen Blumen gießen. Es ist schon gemacht, aber Teresa hat noch nicht gemacht. Er kommt noch, wir haben noch eine Stunde Zeit. Dann müssen auch die Maschinen weg, damit nichts das Einkaufserlebnis trübt. Unterdessen in der 6. Etage eine neue Attraktion. Hochwertiger Alkohol zum Preis eines Luxusautos. Mit einer besonders wertvollen Flasche Whisky will man noch mehr Aufmerksamkeit auf die Spirituosenabteilung lenken. Lagebesprechung. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht allen gut. Heute ist Samstag, der Tag der Tage der Woche. Und wir sind ganz stolz, dass wir Beaumont da haben. 80.000 Euro eine Flasche. Sehr selten. 1964 und 1965. Das Positive ist, Sie brauchen sich nicht anstrengen. Die 3 Flaschen, die uns versprochen sind, sind schon verkauft. Wir haben ein paar neue Weine. Ich bin ganz glücklich, dass wir mittlerweile auch Armenien bei uns vertreten haben. Jakubien Hops. Die Expertisen habe ich Ihnen hier hingelegt. Wäre schön, wenn Sie die sich bei Gelegenheit einmal durchlesen würden. Mein Name ist Hagen Hoppenstedt. Ich bin Chefsommelier des Hauses KDW und verantwortlich für sämtliche Beverages. Bin stolz und glücklich, seit März hier wirken zu dürfen. Sie sind hier in unserer Herzkammer des Hauses, würde ich jetzt sagen, weil ich ja dafür verantwortlich bin und sehr stolz bin, was wir hier an Schätzen liegen haben. Von der ältesten Flasche von 1907 Madeira kann ich einmal zeigen, einmal hier unten. Warum 1907? Warum haben wir sowas? Klar, das Haus ist 1907 gegründet worden. Die Flasche fast ein Schnäppchen. 750 Euro. In Hoppenstedts gläsernem Safe lagern die Kostbarkeiten bei konstant 10 bis 12 Grad Celsius und rund 70% Luftfeuchte. Wein reift ja sehr schnell und das kann manchmal auch negativ sein. Und gerade bei den Schätzen, die wir hier haben, Mouton Rothschild, dann Petrus natürlich in verschiedenster Form,
müssen wir da sehr aufpassen. Die Abteilung bietet 3.800 verschiedene Weine, 800 Sorten Champagner, 1.600 Spirituosen von Japan bis Schottland. Welche Flasche wird heute als teuerste über den Tisch gehen? 9.20 Uhr. Noch 40 Minuten bis zur Öffnung. Ganz oben in der 8. Etage sitzt die Führungsebene. Hier startet Store-Manager Timo Weber in den Tag. Mein Name ist Timo Weber, ich bin 36 Jahre alt, führe jetzt seit 2 Jahren das KDW. Ich bin verantwortlich für das Team, das im KDW arbeitet. Das sind bis zu 3.500 Menschen. Da gehört es natürlich dazu, ähnlich wie ein Trainer in einer guten Mannschaft, dass das Team funktioniert, dass es die richtige Einstellung hat, dass es die richtige Motivation an den Tag legt und dass wir letztendlich jeden Tag das Beste für das KDW und für unsere Kunden zeigen. Weber inspiziert jeden Tag sein Haus. 9:40 Uhr. Gleich öffnet der Einkaufstempel. Der Chef sondiert die Lage höchstpersönlich. Morgens kurz vor 10, Schlangenbildung bis zum Wittenbergplatz, das trotz Corona-Zeit zumindest zeigt, dass das Haus eine extreme Strahlkraft hat. Und es sind keine Touristen, die da stehen, sondern es sind Berliner. Sonst besteht die Hälfte der Kundschaft aus Touristen. Hi, sag mal, die Musik draußen, die läuft nicht. Könnt ihr die anmachen? Guckt ihr noch mal bei den Fenstern? Genau, ja. Ja, genau. Danke dir. Bis dann. Ciao. Ist immer wichtig, mal aus Kundensicht herauszusehen, was ist der erste Eindruck, um dann auch nicht betriebsblind zu werden. Und immer wieder versuchen, den Spiegel zu drehen, zu sagen, wie sehe ich das, beziehungsweise wie sehen wir das, die immer in dem Haus drin sind, beziehungsweise wie sieht es der Gast, der Kunde, der dann in das Haus reinkommt bei uns. Die Inspektion des 36-Jährigen geht weiter. Fast immer entdeckt er dabei Störendes. Die nächste Baustelle. Nicht so groß, aber trotzdem ein neuer Shop von Ralph Lauren. Der wird heute Nachmittag fertig. Leider nicht ganz so getimt und getaktet wie unten der Eingang zu Punkt 10 Uhr, aber das gehört auch mal dazu. Und dementsprechend müssen die Kollegen da gerade ein bisschen Gas geben, dass wir so schnell wie möglich den Shop dann auch frei machen, die letzten Möbel aufstellen. Um ganz ehrlich zu sein, ist das nicht der Anspruch, dass das sich jetzt um diese Zeit noch rettet. Aber manchmal muss man halt auch mal ein Auge zudrücken und sagen, okay, da müssen wir jetzt durch, heute muss es fertig werden. Es war zu heute Abend geplant. Okay, 1 Uhr, gut, dann ist der Shop um 1 fertig. Und sagen wir, sind wir mit perfektem Merchandise heute Abend? Nee, perfektem Merchandise erst nächste Woche. Okay, aber für den Großteil perfekt heute Abend. Okay, danke, viel Erfolg noch. Danke. Ciao. Hallo. Das nächste Ärgernis. Kriegen wir die weg? Ja, ne? Kriegen wir weggestellt, oder? Ja, klar. Danke. Mehrere Kilometer legt Weber so jeden Tag zurück. Inzwischen ist es kurz nach 10. Die ersten Besucher stürmen durch die Pforte. Trotz oder gerade wegen der Corona-Krise kommen viele Berliner und Zugereiste ins Kaufhaus des Westens. Es scheint fast wie eine Art Zufluchtsort. Schon in den ersten Minuten geht einiges über die Ladentische. Shopping gegen die Krise. Also heute sind wir, um für seinen Geburtstag einzukaufen. Und zwar so Champagne und Weine, ein Kuchen auch. Also wir kommen hierher ganz gern, wenn wir etwas Besonderes haben zum Feiern. Fast wie eine andere Welt, ja, ein bisschen. Ja, jetzt macht man so Arbeit zu Hause, Homeoffice. Es ist ein bisschen traurig, ja, wir sind alle ein bisschen deprimiert. Dann kommt man hier, man sieht alle diese schönen Sachen und man fühlt sich ein bisschen besser, ja. Ich kenne das KDW seit über 30 Jahren und das ist wirklich wie ein zweites Zuhause. Also wir sind heute ins KDW gekommen, weil unsere Tochter, die ist 16, hat jemand eingeladen. Also ein Freund ist ja nur erlaubt und sie wollte gerne, dass wir aus dem Haus gehen und wir wussten sonst nicht, wir konnten ja nirgendwo essen gehen, also sind wir zum KDW gekommen. Der Andrang ist aber auch ein Problem, denn die Hygieneregeln sind einzuhalten. An normalen Adventssamstagen sind über den Tag bis zu 80.000 Kunden hier. Jetzt dürfen es maximal 5.000 gleichzeitig sein. Wir messen die Eingänge und die Ausgänge elektronisch, wie viele Leute haben wir momentan im Haus haben. Also sprich, wir haben an den Eingängen Detektoren,
die dann immer zurückspiegeln, wie viele Leute sind aktuell im Haus. Das müssen wir aufgrund der Verordnung machen. Haben dann ein elektronisches System dahinter, das sich minütlich updatet und dass man dann sehen kann, wie viele Leute aktuell im Haus sind. In Etage 5 trifft sich derweil ein ganz besonderes Team. Morgen, ich bin etwas spät dran. Die persönlichen Shoppingbetreuer. Jetzt, wo wir da sind, ich wollte einmal kurz besprechen, was heute auf der Agenda ist, bevor ihr gleich entschwirrt. Ja, ich habe auf jeden Fall was. Ich hatte ja gestern Abend noch den Kunden und der braucht diesen Weihnachtsbaum und eins dieser Rentiere. Ja. Der würde das gerne heute Nachmittag haben. Also okay. Ich würde den Freddy dann ganz gerne in Anspruch nehmen. Ja. Nach Potsdam müsste der fahren einmal. Okay. Aber du hast Termine heute, ne? Ich habe Termine, ja. Also, okay, dann sonst gib mir die Adresse und dann kümmere ich mich da drum und mache den Termin. Dann sind wir ja ready for the day. Mein Name ist Axel Suchendorf und ich bin Teil des Personal Shopping Teams hier im KDW. Denn ich berate meine Kunden von der Kosmetik oben bis zur Kalbshaxe, ja, wenn gewünscht. Und kenne natürlich die entsprechenden Kollegen. Mein Fachgebiet ist Mode. Aber die Aufgabe von uns Personal Shoppern ist es ja eben, die Kunden wirklich dann durchs Haus zu begleiten und zu hosten. Der gebürtige Rheinländer erwartet heute gute Kunden, die sich für Weihnachten eindecken wollen. Hallo. Grüß euch, schön, dass ihr da seid. Willkommen. Hallo. Na, ich umarme euch. Schade, dass wir das nicht können. Aber ich habe ein paar sehr, sehr schöne Sachen vorbereitet. Und ich freue mich, dass ihr so pünktlich seid. Wollen wir loslegen? Verzeihung. Das ist alles ein bisschen eng. Wir sind auf der falschen Seite, glaube ich. Ja. Anna und Thorsten Schermal managen in Berlin exklusive Großevents und betreiben ein Sternelokal. Zum Shoppen bleibt kaum Zeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit und Lust mitgebracht. Zeit auf jeden Fall und Lust auch. Es ist ja mal schön, wenn man das noch ein bisschen vorzieht und nicht direkt in diesem Einkaufswahnsinn kurz vor Weihnachten in dem Hotel. Axel Suchendorf berät die Kunden zunächst im Exklusivbereich. Willkommen. Danke. Im Zentrum des guten Geschmacks. Sehr gut. Hereinspaziert. Guck mal. Wow. Gut gegangen. Ja, wir sind ja hier unter uns. Ja. Wir sind zwei Haushalte, das geht. Wir sind zwei Haushalte, exakt. Ihr müsst euch amüsieren. Cheers. Cheers. Viel Spaß. Die drei kennen sich seit über 10 Jahren. Das Unternehmerpaar will heute die Garderobe auffrischen. Kann Personal Shopper Axel da helfen? Exklusiver Service für die oberen 10.000. Das hat beim KDW seit seiner Eröffnung 1907 Tradition. Schon damals glänzt das Haus mit Waren und Dienstleistungen aller Art. Ein Einkaufstempel mit der Aura des Besonderen. Heute shoppen die meisten Kunden zwar auf eigene Faust, aber ein Besuch des KDW ist noch immer ein Höhepunkt für Groß und Klein. Was nehmen wir denn jetzt? Ich gucke noch. Guck's noch? Ich gucke noch. Na gut. Oder hier den Koffer? Welchen Koffer? Dann den einen schicken. Schwarz-rosa, ja sicher. Der ist doch viel zu groß. Was? Du das bist ist ja doch aber bescheiden. Keine Kleinigkeit. Komm, wir gucken da noch mal. Wir haben gedacht, wir eröffnen unser Wochenende und machen einen Ausflug ins KDW. Ich habe insgesamt 3 Kinder, eine Tochter und 2 Söhne. Die beiden Söhne sind etwas größer, sind nicht mehr so spielzeugaffin, aber die Kleine. Und das ist für sie das Paradies. Also schon was Besonderes. Es ist schon was anderes als, ohne die Konkurrenten zu nennen. Man hat schon das Gefühl, man ist hier im etwas gehobenen Bereich und so. In diesem gehobenen Bereich bewegt sich auch Weinsommelier Hagen Hoppenstedt mit seinem Team oben in der 6. Okay. Es ist 12.30 Uhr. Müssen wir noch ein bisschen was von da hochholen, ne? Hier von ihm hier nochmal einen Kasten. Ja. In seiner Abteilung sorgt der vorgeschriebene Mundschutz für deutlich erschwerte Arbeitsbedingungen. Normalerweise in anderen Zeiten haben wir hier Menschentrauben stehen, die verkosten und dergleichen. Und wir durch die Verkostung natürlich auch unheimlich gute Verkäufe erzielen. Weil es ist ja immer etwas blind kaufen, nur erklärt bekommen. Da muss man ja dem Verkäufer vertrauen. Und das tut man ja auch nicht jedem. Uns vertrauen sie Gott sei Dank, die meisten. Gefordert ist Fachwissen und Überzeugungskraft. Schöne Fruchtigkeit, Beerenaromatik.
Und Moritz ist ja auch vielfach preisausgezeichnet mittlerweile. Ich sage auch meinem Team, dass man auch viel mit seinen Augen erreichen kann. Und es gibt ja ganze Kurse darüber, wie man mit den Augen lächelt. Und da ist ja gerade der Augenkontakt, was man auch in den Augen sehen kann, das Gegenüber ganz wichtig. Zu Nicht-Corona-Zeiten dürfen seine Gäste ein Schlückchen probieren. Super. Ja, dann weiterhin. Viel Spaß. Jetzt sollen weitere Argumente zusätzlich punkten. 13 Uhr. Zurück im VIP-Bereich bei Personal Shopper Axel. Seine Kunden suchen Garderobe für Freizeit und schicke Events. Pass auf, ich habe zwei Stangen. Eine ist für dich, Anna. Die längere und größere wahrscheinlich. Ehrlich. Pass auf, die fahre ich mal hier rein. Und, oh, upsala. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch einen Teil für mich dazu gehangen. Ich auch. Wollte, habe ich gedacht, ich suche dir auch mal einen raus. Ja, eben. Sehr gut sogar. Lass mich den mal gleich an. Ja, zieh den mal an. Bin ich schon ganz lässig, oder? Der trotzdem wieder freut, oder? Also ich, der fasst sich auch gut an, nicht? Ja. Ist schon so ein Übergangsmantel. Also, cool mit dem Pullover, ne? Dazu, weil das Orange da auch so, ja, mag ich auch gerne. Ja. Und in dem Fall mache ich dann eben eine kleine Vorauswahl und eigentlich ist da immer was dabei. Ich kann mich da schon auf mich verlassen. Wenn ich jetzt neue Kunden habe, dann mache ich das eigentlich so, dass ich mit den Kunden gemeinsam über die Fläche gehe und dann auch erstmal schaue, was die Kunden sich so anschauen und was sie so anfassen. Und ja, ich versuche, die dann auch so ein bisschen zu analysieren. Ja? Und ich bin ja da auch eigentlich dazu da, die Leute ein bisschen zu inspirieren und vielleicht auch mal in ihrem Geschmack ein bisschen sicherer werden zu lassen. Wir kennen den Axel jetzt auch schon sehr lange und einfach auch so eine Zeitersparnis, nicht? Mein Mann ist zum Beispiel so eher so ein Shopping-Muffel, würde ich sagen. Und er freut sich natürlich, dass er dann einmal zur Axe geht, dann einmal seine ganzen Sachen kauft, die er braucht, nicht viel Zeit aufwendet, sofort an die Sachen gerät, die ihm gefallen oder die ihm gut stehen. Und das macht das halt irgendwie sehr effizient auch, nicht? 20 Teile in Griffweite. Schneller geht's nicht. Er weiß, was ich möchte und dann muss man nicht durchs ganze Haus laufen. Also ich bin nicht jemand, der den ganzen Tag hier rumläuft. Ich sage auch immer, also meine Kunden, wenn die mich fragen, ja, muss ich das denn haben oder brauche ich das? Dann kann ich ja nicht ernsthaft sagen, ja. Ja, also ich meine, man braucht ja nun wirklich keine neuen Klamotten mehr. Also die Kunden, die ich habe, die haben bis ins Jahr 2030 genug im Schrank. Aber es geht ja wirklich um so eine Lust auch und um so ein, ja, und um einen Genuss. Das ist auch so ein James-Bond-Mantel. Der hat auch eine schöne Schnittführung, ne? Der ist hier schön antailliert. Sollte ich mir vielleicht auch mal überlegen, so ein bisschen was Figur. Nee, nein. Nein, aber mir gefällt die Farbe für dich und ich finde auch dieses große Handtrittmuster sehr, sehr gut. Ja, es hat wirklich was anderes. Ich habe auch dein Glas noch mal voll gemacht, wie du siehst. Nicht, dass hier der Eindruck erweckt wird, hier wurde den ganzen Tag gesoffen, aber so ist es nicht. Ich lege den auch mal auf das vielleicht Häufchen. Schließlich will jeder Kauf überlegt sein. Derweil in der vierten Etage. Super. Okay, let's go. Ja, einmal Rentier, einmal Baum. Ich habe dir auch schon die Adresse aufgeschrieben. Sophie Scholz ist die Chefin des Kundenservice. Um diese Lieferung kümmert sie sich persönlich. Und da sind die Beine sind lose, die kann ich abnehmen. Ja. Ist wahrscheinlich sinnvoll. Ja, nehmen wir ab. Voilà, ja genau. Da fallen sie schon ab. Wir haben hier einen Kunden gestern Abend noch da gehabt, der ein bisschen Weihnachtsdekoration gekauft hat. Achtung, da muss ich aus der Schusslinie. Die wir ihm jetzt liefern. Weil wir aktuell das Problem haben, dass viele Kunden ihre ganzen Weihnachtseinkäufe gar nicht ins Auto kriegen. Und dann haben wir als Haus den Service, dass wir unseren Kunden die Sachen auch gerne nach Hause liefern. Ein kuscheliges Rentier, aktuell amputiert. Aber das kann der Kunde dann zusammenstecken, ne? Das kleine Rentier macht 390 Euro. Den Baum. Den Baum. Den Baum. Das kleine Rentier und den Baum. Dann machen wir das. Das hier ist das Rentier, das, invalide ist, ne? Das Sakko kriegt er nicht. Gut. Jetzt sollte die Lieferung komplett sein. Das sollten wir auch ins Auto kriegen, ne? Ja, ja. Geliefert wird nach Berlin und ins Umland. Die Kosten dafür hängen ab vom Bestellwert. Das war jetzt ein Kunde von unserem Personal Shopper Axel, der gestern Abend zu Besuch war. Aber per se kommt das eigentlich täglich vor. Also mehrere Lieferungen am Tag. Freddy, wie oft fahrt ihr? 5-6 Mal am Tag sicherlich, ne? Zu Weihnachten dann entsprechend häufiger. Rampe, ne? E. Ach, E. Okay. Pardon.
In einer halben Stunde werden Rentier, Baum und Schmuck beim Kunden sein. Super. Immer mehr Menschen lassen sich nach Hause liefern, aber immer weniger bestellen in traditionellen Kaufhäusern. Online-Shopping macht dem Einzelhandel schwer zu schaffen. Umso wichtiger ist es für Store-Manager Timo Weber, in den umsatzstarken letzten Monaten des Jahres zu punkten. Ist natürlich sehr wichtig, wie für jeden im Handel. Das ist jetzt egal, ob es stationär ist oder E-Commerce-Handel ist. Sind die November, Oktober, November, Dezember Monate die stärksten natürlich. Und man kann auch nicht sagen, man macht dort ein gutes Drittel des bis zu 40% des Gesamtumsatzes in diesen drei Monaten. Eigentlich ab Anfang November fängt Weihnachten richtig an. Das ist dieses Jahr anders und das liegt natürlich auch viel daran, was in den nächsten Wochen noch passiert, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Aber das ist natürlich schon das ist die wichtigste Zeit des Jahres. Die Weihnachtsvorbereitungen des KDW beginnen bereits ein paar Tage zuvor. Niemals war ein Christbaum im Eingangsfoyer größer als dieser. 7 Meter hoch, 3,5 Meter im Durchmesser. 35 Stunden übers Wochenende dauert der Aufbau. Das i-Tüpfelchen? Ein Auto der gehobenen Preiskategorie, Teil eines Gewinnspiels. Auf die zentimetergenaue Platzierung legt der Sponsor größten Wert. Fertig. Erstaunlich. Während Corona sind Luxusartikel aller Art gefragter denn je. Ist die momentane Zeit der Entbehrungen fürs KDW vielleicht sogar ein Glücksfall? Also das ist ein Trend, der ist jetzt natürlich jetzt nicht nur im KDW, der ist international, dass man vielleicht mit der Pandemie sehr diszipliniert umgeht, dass man momentan nicht essen gehen kann und aufgrund dessen dann auch vielleicht etwas Hochwertiges sich mal gönnt. Vielleicht, weil man gesagt hat, ich konnte nicht in Urlaub fahren, stattdessen kaufe ich mir meine neue Uhr oder ich kaufe mir eine neue Tasche oder ich richte mein Zuhause neu ein. Bis hin zu, ich koche mehr als Berliner und kaufe den Fisch, das Fleisch, den Käse, das Brot, den Kuchen bei uns. Das ist definitiv ein Trend, den wir insgesamt sehen. Und das hilft uns dann auch, besser dazustehen als andere. Alles, was das Haus verkauft, muss zuerst angeliefert werden. An der Warenrampe stehen deshalb täglich mehrere Trucks. Jeder ist per Hand zu entladen. Andreas Buschig checkt, was kommt und vor allem, ob nichts fehlt. Ich packe jetzt mal beiseite. Da sieht man ja ganz genau, was mir fehlt. Sobald ich eine Ware einscanne, kommt automatisch ein Haken dahinter. So. Ein Rollcontainer wiegt schon mal bis zu 300 Kilo. Der Warenwert erreicht mitunter den fünfstelligen Euro-Bereich. Und alles geht über seinen Tisch. Mein Name ist Andreas Buschig. Ich bin hier der Chef von der Warenannahme. Das ist mein Verein. Schon seit seit 73, seit Gerd Müller mit gespielt hat noch. Das geht ja alle der Reihenfolge nach. Wer zuerst kommt, mal zuerst, auf Deutsch gesagt. Und so ist das halt auch. Sonst würde das hier drunter und drüber gehen. Trotz aller Hektik, Ruhe ist oberstes Gebot. Und du musst dich wirklich konzentrieren darauf. Da kann nicht einfach irgendjemand kommen und sagen, du mach mich mal fertig hier. Schritt für Schritt. Ich meine, die Frauen können ja drei Sachen auf einmal. Wir Männer nicht. Sagt man ja so. Aber ich kann das auch. Neben den Trucks kommen zudem jeden Tag rund 300 Pakete bei Andreas Buschig an. Also ich habe ein gutes halbes Jahr gebraucht, um wirklich alles im Kopf zu haben. Da sind ja unterschiedliche, ungefähr so 50 verschiedene Abteilungen. Also das musst du dann schon wissen, wo das hingehört. Ob Herrenmode, Damenmode oder Spielzeug. Sein Team bringt alles direkt auf die Etagen, damit nirgendwo ein Engpass oder schlimmstenfalls eine Lücke im Angebot entsteht. In einem der oberen Stockwerke startet gegen 13.30 Uhr dieser Mann seinen täglichen Rundgang. André Mäder ist Chief Executive Officer. Er leitet die gesamte KDW-Gruppe. Zu ihr gehören noch das Hamburger Alsterhaus und das Oberpollinger in München. Ich bin mehr oder weniger jeden Tag im Haus. Ich entdecke praktisch bei jedem Rundgang was. Und es ist dann natürlich bei so einem Haus auch immer schön zu sehen, dass immer neue Ware da ist. Und vor allem auch Kunden. Gerade zur Weihnachtszeit auch solche Kunden, die nicht zuerst aufs Preisschild schauen. Es kommt schon vor, dass dieses ganze Konstrukt hier von einem Kunden gekauft wird.
Wir sind dann rund so bei 5.000, 6.000 Euro für Weihnachtsschmuck. Wem's gefällt? Ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass eine Küchenabteilung mich so fasziniert. Man braucht nicht immer alles, aber man kann auch Freude haben an was, was man nicht braucht. Der Schweizer liebt sein Berliner Haus und ist Verkäufer mit Leib und Seele. Sehr viele Lieferanten kommen zu uns und sagen, ich würde gerne hier sein, habt ihr einen Platz für mich, braucht ihr meine Produkte, passt das rein, eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir ein Einkaufsteam von 20 Menschen, 20 Einkäuferinnen und Einkäufer, die weltweit reisen und immer die richtigen Produkte zum Kunden zu bringen. Übrigens einer der schönsten Jobs, die es gibt. Apropos Traumjob. Personal Shopping Berater Axel ist in seinem Element. Gegen 3:15 hilft er dem Unternehmerpaar Anna und Thorsten, die Business-Garderobe zu erweitern. Der Preis? Fürs Erste Nebensache. Es gibt natürlich eine Grenze irgendwo, aber die ist irgendwie im Kopf da. Aber letztendlich ist es schon erstmal in erster Linie zweitrangig, finde ich. Also nicht, dass man jetzt irgendwie mit dem Füllhorn durch den Laden läuft, aber auf jeden Fall, wenn es gefällt, schmerzt es vielleicht manchmal, aber es ist dann trotzdem schön, es zu haben. Ja, bin ich mal gespannt, Anna. Ach so. Ja, das kannst du eigentlich so machen. Ich würde das einfach ganz, du kannst das natürlich ganz streng binden. Ja. Und das ist halt jetzt mal was ganz anderes. Ja. Im Moment geht das eben auch bei Anzügen für Frauen. Je männlicher der Schnitt, umso besser. Du kannst den Blazer natürlich auch mit einer Stonewashed Jeans anziehen oder mit einer Lederhose, ja, in einer guten Farbe. Ja. Aber das ist eigentlich auch ein ziemlich moderner Look. So ein bisschen 70s, aber sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Die Hose ist natürlich ein bisschen lang. Was muss man denn dafür lange Beine haben? Das ist ja unglaublich. Nee, die sind ja beabsichtigt so lang gelassen, damit eben die Hosenlänge von uns, in dem Falle mir, individuell angepasst wird an das Bein. Ja, weil Axel spart den Kunden viel Zeit. Sein Service ist für Stammgäste mit einem gewissen Jahresumsatz kostenlos. Shopping im KDW. Für Anna Schermal ist das auch immer wieder ein Stück Kindheit. Ich bin schon sehr früh immer alleine mit der U-Bahn dann hierher gefahren. Und meine Oma wohnte hier auch in der Fasanstraße und hatte da ihre Wohnung. Und dann haben wir uns hier immer im KDW getroffen. Und dann war es natürlich immer für mich großartig, in der Spielzeugabteilung mit ihr zu stöbern. Und dann sind wir halt durchs Haus gelaufen. Also ich erinnere mich natürlich jetzt primär an die Spielzeugabteilung, aber das war natürlich für mich immer so ein Highlight. Für Erwachsene ist heute eher die 6. Etage das Highlight. Ein wahres kulinarisches Schlaraffenland. Vieles davon entsteht direkt hier im Haus. 12 Stunden zuvor. 3 Uhr morgens. 8. Etage. Jascha Dogo ist Backstubenleiter im KDW. Bereits eine halbe Stunde vor allen anderen bereitet der 31-Jährige zu nachtschlafender Zeit alles vor und kümmert sich um Teigrohlinge unterschiedlichster Formen. Das werden die Kaiserbrötchen gleich. Die werde ich gleich stempeln und dann haben sie die typische Kaiserform, Kaiserbrötchenform. Es war immer ein Traum für mich, leckere Kuchen zu essen, leckere Brötchen zu essen und dann dachte ich mir so, damit ich mal auch was selber machen kann zu Hause, muss ich das lernen. Und dann habe ich angefangen, zu Hause zu backen. Und dann habe ich mich für eine Ausbildung entschieden. Heute Morgen geht es Jascha nicht schnell genug. Das geht ja gar nicht voran, du. Kurz nach 3:30. Baguettes, Hefezöpfe, Croissants brauchen jetzt Hitze. Auch die ersten Kollegen treffen ein. Morgen, Andreas. Grüß dich. Alles klar? Die Öfen sind jetzt erstmal bestückt. Hm? Der Gasschrank genauso. Ja. Die Garunterbrecher sind auch soweit eingestellt. Schaust du bitte einfach noch mal rein. Mhm. Wenn das soweit ist und du meine Hilfe brauchst, rufst du mich bitte. Alles klar. Alles okay. Klar? Gut, okay. Super. Gut schaffen. Ja. 120 Burgerbrötchen muss Jascha backen und an die Küche liefern. Er übernimmt das selbst. Schließlich ist es auch sein Rezept. Wir haben zwei Sorten, die halt unten beim Burgerstand zur Verfügung stehen. Ja, eine ist sehr fettig, Brioche-Art, und der nächste Teig, der andere Teig, der hat Milch und weniger Butter. Der Großteil der Arbeit ist Routine. Aber auch für Jascha und das Team erschwert Corona die Arbeitsbedingungen beträchtlich. Wir müssen halt natürlich auf die Mindestabstände achten. Die Arbeitsplätze müssten wir umändern, damit wir nicht alle zu nah nebeneinander stehen.
Natürlich ist das mit der Maske sehr anstrengend. Es ist halt natürlich auch warm. Eine hohe Luftfeuchtigkeit, ja, ist das schon schwierig. Trotz Hilfe durch Maschinen, nur ein geschultes Auge sieht, wann der Teig die richtige Konsistenz hat. Wenige Minuten später. Ja, jetzt ist das halt ein Klumpen, der hat sich vom Kesselrand entlöst. Und jetzt ist er auch fertig. Alle Burgerbrötchen müssen exakt die gleiche Größe haben. Auch dafür gibt es eine spezielle Maschine. Für das gesamte Haus gilt das Motto, bitte nicht langweilen. Regelmäßig stellt die Bäckerei daher ihr Sortiment um. Mein Küchenchef möchte neue Kreationen haben. Wenn der neue Kreationen haben möchte, muss ich immer wieder neue Produkte einführen. Ob das jetzt neue Burgerbrötchen sind, ob das jetzt neue Baguettes sind, kommt drauf an. Und wenn er damit zufrieden ist, dann sind die Kunden wahrscheinlich auch zufrieden. In der hauseigenen Konditorei des KDW herrscht gegen 4 Uhr morgens ebenfalls Hochbetrieb. Sören Rabe hat im August seine Gesellenprüfung abgelegt. Dies ist seine Prüfungstorte. Seiner eigenen Kreation verpasst er gerade den letzten Schliff. Es geht um Maritimes. Also mein Prüfungsthema war Meerweh. Und in diesem Thema habe ich quasi alle persönlichen Erinnerungen und Momente, die ich mit dem Meer verbinde, umgesetzt. Und die Torte ist eine Adaption an eine Midsommerfeier in Norwegen. Meine Torte ist eine Blaubeermousse mit einem Blaubeerkompott, einem Gin Panna Cotta und das Ganze ist dann abgesetzt auf einem Brownie-Boden. Die Torte ist ihm so gut gelungen, dass sie hier verkauft wird. Eine besondere Auszeichnung, denn die Ansprüche seiner Chefs und die der Kunden sind hoch. Der nächste Schritt ist jetzt, ich mache hier noch ein bisschen Silber drauf. Und dann ist die Torte auch schon fast fertig. Knapp 50 Euro kostet das gute Stück. 8 Uhr. Rechtzeitig vor dem ersten Kundenansturm bestückt das Bäcker- und Konditorenteam im Kaufhaus selbst die Auslagen. Jakob, bringst du bitte dann noch gleich die nächsten Brötchen runter? Rund 17.000 Baguettes gehen hier im Monat über die Ladentheke, neben etlichen weiteren Spezialitäten. An vielen Exemplaren hat Jascha Dogu maßgeblichen Anteil. Das sind unsere Mischbrote. Die habe ich jetzt schon seit 2,5 Jahren hier im Programm, habe ich eingeführt. Wir hatten damit angefangen mit 6-8 Stück pro Tag und jetzt verkaufen wir mittlerweile 38 Stück. An solche Zahlen kommen Sörens Torten noch nicht ran. Das KDW ist Publikumsmagnet nicht nur wegen seiner Produkte, sondern auch wegen der Art und Weise, wie sie präsentiert werden. Weil man hier auch in Zukunft große Brötchen backen will, versucht Geschäftsführer André Mäder in seinem Haus die Weichen richtig zu stellen. Er tüftelt akribisch an einem neuen Look fürs KDW. Und das in einer Zeit, in der immer mehr Deutsche online einkaufen. Das KDW gehört zu Berlin seit über 110 Jahren. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es auch in 100 Jahren noch zu Berlin gehören wird und den Berlinern. Dafür baut Mäder gerade das halbe Haus um. Stippvisite in den Food Halls. Hier sieht man jetzt eigentlich gut die zwei Welten. Nämlich die Welt der alten Food Hall KDW, was auch seinen Charme hat und was wir auch weiterhin auch am Leben halten wollen. Und natürlich das neue, moderne Food Hall des KDWs mit dem ganzen Contemporary Industrial Feeling. Hier das existierende KDW, das neue KDW, das wir miteinander verbinden wollen. Und dort drüben die Baustelle, wo der Kunde gar nicht merkt, dass so extrem gebaut wird. 16 Uhr. Mäder überzeugt sich vom Baufortschritt. An seiner Seite der Projektleiter. In diesem Bereich wird die neue Terrasse sein. 450 Millionen Euro. Insgesamt 8 Jahre Bauzeit. Mäder ist davon überzeugt, dass sich diese Investition lohnt. Da muss man daran glauben. Und allein mit Schuhe verkaufen, glaube ich, geht das nicht. Aber mit einer Schuhe verkaufen und gleichzeitig eine Attraktivität über viele, viele Jahre hinaus haben. Wenn ich mal so salopp sagen darf, so was baut man nicht alle 5 oder 10 Jahre. Das baut man alle 30, 40, 50 Jahre, oder Thomas? Wenn man natürlich
sieht, wie das Gebäude dann weit über 110 Jahre gelebt hat und wie es jetzt nicht auseinandergenommen wird, aber nochmal erneuert wird. Und da hat man schon Respekt auf jeden Fall. Respekt ist das richtige Wort. Angst natürlich nicht. Im Zweiten Weltkrieg wird das Haus fast völlig zerstört. Erst 7 Jahre später hat Berlin sein KaDeWe wieder. Einige geschichtsträchtige Teile sollen erhalten bleiben. André, ich muss es dir erzählen. Ja. Muss ich das sehen? Ja, weil ich erkläre es dir, weil diese Türen sind halt alte Bestandstüren, die haben keinen Brandschutz. Ja, wir tauschen die jetzt aus durch neue Türen, die eine Brandschutzanforderung haben. Die sehen nachher fast genauso aus, das siehst du unten in den anderen Etagen. Aber schön, ja. So, hat wieder, so ein Patina drauf. Oder? Genau, hier sind, so erinnerst du dich noch, hier gibt es diese runden Griffe, die hier normalerweise drauf sind. Die haben wir abgeschraubt, die kommen auf die neuen Türen. Gut, ja? Cool. So, das heißt, dass wir ein bisschen den alten Charme aufbewahren. Genau, wie beim Nebeneingang, 20er Jahre. Ja, von dem lebt ja unsere KaDeWe auch, ja, oder? Unbedingt. Kurz nach 4, wieder bei Shoppingberater Axel. Noch immer suchen die Geschäftsleute Anna und Thorsten neue Business-Klamotten. Das würde ich zum Beispiel auch noch eine Nummer kleiner nehmen. Und dann sagt der Axel halt auch immer, nein, das nimmst du so lässig, wie es ist. Ja, das hat auch Coco Chanel schon mal gesagt. Eine Bluse, die muss einfach richtig runterfallen. Die muss wie so ein Wasserfall einer Frau runterfallen. Und wenn Frauen dann sagen, nee, ich will das ein bisschen enger haben, dann ist es oft wesentlich unvorteilhafter. Also das Material muss einfach fließen, finde ich. Ja, und, du kannst auch enger tragen. Ja, der Axel, die Männer sind so ein bisschen mit Streifen die und Männer so, hassen mich dann. Da waren schon ein paar so Anlagen. Verkaufen Sie meiner Frau nicht immer so einen Sack? Ja, also mache ich natürlich nicht. Ne? Hier könnte ich ja auch mal was, ich kann ja auch mal was Enges holen. Zwei Etagen höher, weitere Gastronomiebereiche und 4 neue Treppenhäuser entstehen hier. Und nebenan ein Gebäude, das einen zusätzlichen Service anbieten soll. Das Parkhaus wird ja gut in einem, etwa in einem Jahr ist geplant, das ist 12, 14 Monate fertig und hat dann über 400 Parkplätze unter der Erde. Das ist schon imposant jetzt. Aber sind Kaufhäuser nicht ein Auslaufmodell? Ich glaube ganz klar an die Kaufhäuser in der Zukunft, speziell wenn diese Kaufhäuser keine normalen Kaufhäuser sind, sondern Erlebnistempel. Und das KaDeWe ist nichts anderes als ein Erlebnistempel. Man kommt hierher, hat eine Freude, gönnt sich was, kauft natürlich auch ab und zu mal was und verbringt Zeit da. Der durchschnittliche Kunde im KaDeWe verbringt weit über eine Stunde und geht nicht nur rein, kauft seine Zahnbürste und geht wieder raus. Shoppen, schlemmen, schlendern. All das geschieht momentan hinter diesen Wänden, direkt neben der Großbaustelle. Da ist Gucci, da ist Prada, da ist Chanel. Und hier kommt dann Fendi. Und wir sind eigentlich nur ein paar Meter von den Kunden entfernt. Und niemand merkt, was wir hier machen. Jede Woche wächst das Stahlgerüst weiter. Zurück in der 6. Etage. Weinsommelier Hagen Hoppenstedts Expertise ist jetzt gefragt. Ein Kunde braucht fachkundigen Rat. Jetzt brauche ich noch einen Bordeaux und schweren. Ja, hat jemand schweren? Jemand schwere Weine? Hm. Was möchten wir ausgeben? Gar nichts. Geschenkt gibt's leider noch nichts. Trinkt die Klientel des Sommeliers solche teure Tropfen überhaupt? Es wird viel für Herrschaften eingekauft. Es sind dann auch Mittelsmänner, die dann eben halt für jemanden, der nicht genannt werden möchte, einkauft. Klar, es sind Fanatiker, die sowas kaufen, die also wirklich das unbedingt haben wollen. Oder es auch als Wertanlage sehen und sagen, okay, in einem Jahr habe ich dann vielleicht 20.000 mehr erzielt und verkaufe ihn dann wieder weiter. Getränke zum Preis kleinerer und größerer Autos. Allein in Hoppenstedts Abteilung stehen Flaschen für mehrere Millionen Euro. So, da haben wir, der kostet auch nur 345, war ein falscher Preis dran. 570 Euro zusammen. Ihnen auch viel Freude mit dem Petrus-Ersatz sozusagen. Ne? Ja, ja. Das wird toll sein. Melden Sie sich, wie es war. Kommt, ja? Dann berichte ich Ihnen. Super, danke. Super, danke. Tschüss. Gegen 17 Uhr, Zwischenbilanz. Was war die teuerste Flasche, die Sie bisher heute verkauft haben? Heute 450 Euro. Fast jeder zweite Gast des KaDeWe geht bis nach oben in die 6. Etage, in die Gourmetzone. Doch hier liegt derzeit vieles auf Eis. Die 6. Etage ist natürlich der Pulsschlag des Hauses und darüber hinaus natürlich auch auf der ganzen Welt bekannt. Also wenn man das KaDeWe nennt, das KaDeWe kennt oder sagt, man fährt nach Berlin, kommt eigentlich immer sofort, ich muss ins KaDeWe, ich muss in die 6. Nirgendwo im Haus sind die Auswirkungen von Corona deutlicher zu sehen als hier. In den Panorama-Restaurants.
auch wenn es vielleicht ein bisschen Vorstellungskraft bedarf, aber ich glaube, man erkennt es ganz gut, wenn hier abends, gerade zu dieser Jahreszeit, die Stadt illuminiert ist und man da nach draußen gucken kann und hier drin sitzt, eine gute Stimmung hat, einen guten Service hat, toll essen und trinken kann, dann ist das was Besonderes. Und das ist wirklich eins der Highlights, die das KDW in den letzten Jahren geschaffen hat, dass man bei Ladenschluss nach 8 Uhr bis Mitternacht hier noch im Kaufhaus sein kann, im KDW sein kann. Und das ist jetzt gerade nicht so, aber es wird wiederkommen. Die meisten Restaurants auf der 6. betreibt nicht das KDW selbst, sondern eigenständige Unternehmer. Ciao Maurizio, come va? Che cosa fai? Cucinare, esercitare. Was macht ihr? Wir kochen vor Wut. Vor Wut? Wir kochen vor Leidenschaft. Ah, okay. Maurizio Friccione und sein Team kochen seit 3 Jahren im Kaufhaus des Westens. Jetzt ist eine harte Zeit. Na, wir nutzen die Zeit, eben, um ein paar neue Gerichte uns auszudenken und auch mal die Geräte wieder anzumachen, weil es alles eben stillsteht. Das muss alles mal geguckt werden, dass alles funktioniert. Und ja, die müssen mir helfen, sind in Kurzarbeit und ja, warten, dass es weitergeht. In der Krise heißt es kreativ sein. Und so trifft man derzeit in der hauseigenen Geschenkeabteilung auf Personal aus dem Gastrobereich. Mit Santiago, ich arbeite schon seit 2 Jahren hier im KDW. Und normalerweise arbeite ich an der Bars, an Champagnerbar, Weinbar, Kaffeebar. Aber durch Corona haben wir unsere Bars zu und dann helfe ich meiner Kollegin ganz gerne hier bei dem Geschenk packen. Für mich war das nicht schwer, aber ich kann mir vorstellen, dass die brauchen hier schon ausgebildete Leute, ja, weil die Mitarbeiter muss ja ganz genau die Feinkosten kennen, ne? Und ich habe ja zum Beispiel eine Sommelier-Ausbildung gemacht und das lernt man schon mal sehr viel, ja. Das ist schon mal viele Sachen zu lernen. Ich muss das sagen, ich habe das falsch gemacht. Ich bin nicht so eine Profi bei den Schleifer. Die meisten Geschenkpakete werden für den Kunden individuell bestückt. Santiagos Expertise ist ein echter Vorteil. Das ist eine Bestellung, ne? Die Kunden wollten so eine ganz genaue Champagner haben. Ja. Dann haben wir das ausgesucht für sie da unten an den 6. Und dann haben wir es zusammengestellt, ja. Hi Santi. Hallo Hannes. Ja, sieht gut aus. Ich habe die Sachen schon mal hier eingepackt. Sehr gut. Das ist schon mal versandfertig. Genau, kannst du schon mal runternehmen, wenn du magst. Super. Und das hier mache ich auch noch mal weiter, mache ich eine Schleife drüber und dann haben wir genau, es auch fertig. Schleife drum, ja. Folie genau. Drum. Genau. Halt auf den Wagen und dann kannst du rum zu versanden, ne? Ja. Mehrere hundert Pakete und Körbe verlassen täglich das Haus. Vor Weihnachten zieht die Nachfrage merklich an. Eine Corona-Notmaßnahme auf der 6. Essen zum Mitnehmen. Ja, es läuft so ein bisschen an, ne? Wir müssen natürlich gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir die Leute dazu motivieren, wieder zu bestellen, Vertrauen zu haben, ne? Also wir geben uns Mühe, wir sind da. Ne? Takeaway. Im KDW gab's das noch nie. Die ersten Kunden gewöhnen sich dran. Sehr gerne. Die Klopse. Die Klopse, jawohl. Ich bin bei der Schwemmung, beim Papstück, ich komme gleich wieder. Das dauert willst, ein Momentchen. Willst du sofort gegessen oder wollen Sie es erst zu Hause essen? Zu Hause essen. Zu essen. Dann machen wir die Klopse kalt, den Burger muss ich natürlich warm machen. Ja. Ne? Wollen ja. Sie bitte Hause. Aber die Klopse kannst du auch warm machen. Ja, aber die machen es nachher noch mal warm, das Produkt wird nicht schöner dadurch. Hast du recht, ja. Ja, dann lassen wir das so. Bezahlen können Sie später, die haben ja Hunger, sie kommen wieder. Neue Kreationen mit hauseigenen Zutaten. Alles in Handarbeit. Zu haben für 10,90 Euro. Hamburger aus Berlin. Not macht eben erfinderisch. Rappa. Mmh, yum, 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 yum. So, und dann haben wir ein Happy Meal fertig, ne? So, dann. Sehr schön, das freut mich. Schönen Tag und bleiben Sie gesund, die Dame, ja? So. Ich zeige euch jetzt noch was anderes. Da wird der Thorsten Augen machen. Warte mal, wir gehen mal hoch in die 4. Etage. Personal Shopper Axel kommt derweil bei seinen Stammkunden Anna und Thorsten Schermal zum großen Finale. Nach der Modeberatung setzt der Verkaufsprofi jetzt auf Abwechslung. 15 bis 20 Kunden betreut er jede Woche. Boah, Hilfe!
Ja. Was guck mal, das ist dieses Massagegerät. Auf welcher Stufe ist das jetzt? Das ist die erste Stufe. Aha. Erhöht sich die Stufe. Guck mal, dreh dich mal um. Ja, genau. Oh Gott. Oh, ich kann ja bei sowas nicht entspannen. Ich verspanne ja eher. Oh. Ist auch angenehm. Ist auch gut für. Ist eigentlich alles für alles gut. Also, wenn du Sport gemacht hast oder so, da ist angenehm, ne? Ja, ist total angenehm. Es gibt dann fünf verschiedenen Stufen. Der Weg aus der Gadget-Abteilung zurück ins Modeseparé führt, ganz zufällig, durch den Home-and-Living-Bereich. Aber ich finde den finde ich toll. Finde ich viel schöner. Tahiti-Perlengrau. Zur Not kann man ihn ja umtauschen, wenn er uns nicht gefällt. Aber ich glaube, wir hatten erst weiß, finde ich langweilig, und das passt super jetzt. Großer. Der Toaster im Retro-Look soll es sein. Und wie fällt nun die endgültige Auswahl bei den Klamotten aus? Auf jeden Fall. Ja, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Jetzt naht der Moment der Wahrheit. Das hängt an dem. Nee, ist besser. Ach so. Das sind auch meine Favoriten. Auf jeden Fall. Ne? Ja, finde ich super. Ja, ich glaube auch. Das ist eigentlich schon entschieden. Der Mantel ist auch und toll. Und Thorsten, bei dir würde ich sagen, den Pullover in der anderen Größe. Und der Mantel. Und der Mantel, genau. Der Mantel auf jeden Fall. Der Pullover? Der Mantel ist toll. Pullover, du kannst den natürlich auch so kombinieren. Nicht? Also ich meine, das ist auch klar. Ja. Einfach ich fand das Senf ein bisschen. Guck mal, das ist auch eine schöne Kombination. Alles zusammen entspannt im vierstelligen Bereich. Sehr viel Spaß gemacht. Ne? Tschüss, ich drück dich. Tschüss. Vielen Dank, lieber Axel. Wir sind ja zwei Haushalte. Ich danke euch. Ja? Ich bringe euch ein Stück. Danke. Ne? Ciao. Toaster und Kleidung werden nach Hause geliefert. Soweit der VIP-Service. Abend in Berlin. Am KDW ebbt der Besucherstrom langsam ab. Aber nicht hier. 19:30 im Späti, einer neuen Abteilung des altehrwürdigen Kaufhauses. Und die trifft offenbar den Nerv der jungen Kundschaft. So, bitteschön, der Nächste. Hallo. Piccolo, Shampoos, Snacks. Das Sortiment orientiert sich an Last-Minute-Besuchern. Spricht mehr schon die Jugend an und auch die mittlere Jugend, muss man sagen, weil die halt herkommen. Wenn wir auch hier oben normal offen haben, bis 22, 23 oder 24 Uhr, ist der Spätkauf auch gespielt, muss man dazu sagen. Also erst wenn hier alles geschlossen hat, wird der Spätkauf eigentlich geschlossen. Späti-Kunden, je jünger, desto öfter. Sehr oft, in der Woche zweimal. Wow, was ist doch ganz teuer hier. Muss man sich leisten können, oder? Ja. Besser als im Gropius. Ja. Ich fühle mich hier wohl, die Leute sind hier in der Oberschicht, nicht in der Mittelschicht. Kann man sich hier wirklich wohlfühlen. Kann man die auch die Rolex anziehen, ohne schlechtes Gewissen? Sagt's und trägt dazu auch noch eine Markenjacke für fast 2000 Euro. Kurz vor 20 Uhr. Ein ganz normaler Shoppingtag im KDW geht zu Ende. Zumindest für die Kunden. Liebe Gäste, in wenigen Minuten schließen wir unser Haus. Wir bedanken uns für Ihren Besuch und wünschen Ihnen und unserem Team einen schönen Abend. Eine halbe Stunde später. Alle Besucher sind raus. In der 6. an der Fischtheke geht die Arbeit weiter. Nachtschicht fürs Reinigungsteam. Also wir nehmen jeden Abend Eis raus und danach reinigen wir jeden Abend und danach desinfizieren. Und jeden Morgen kommt da Frischeis rein. Kurz vor 21 Uhr. Auch Store-Manager Timo Weber verabschiedet sich in den Feierabend. Man spürt, es kommt Weihnachten langsam ein bisschen auf. Es ist anders, aber es kommt auf. Wir kriegen gutes Feedback auf die neuen Schaufenster, auf die Weihnachtsfenster, sowohl im Haus als auch auf Social Media. Also es ist eigentlich ein guter Tag gewesen. Und das lässt zumindest etwas Hoffnung dann auch für die nächsten Tage und Wochen. Das heißt, für das entscheidende Weihnachtsgeschäft in einem ganz besonders schwierigen Jahr. In wenigen Stunden geht es schon wieder weiter. Für Timo Weber und seine fast 3.500 Mitarbeiter. Im KDW, dem wohl bekanntesten Kaufhaus Deutschlands.